Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du einschaltest zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ihr seht es, Trains in World 2 auf der PlayStation 5. Wir wollen uns das heute mal anschauen. Wie schaut's aus? Ich war ja mega enttäuscht gewesen von Trains in World 2020 auf der PlayStation 4. Aber kann Trains in World 2 auf der PlayStation 5 punkten? Wie gesagt, das gibt's jetzt hier in dem Video. Was uns natürlich schon auffällt, ist diese ultra geile Performance. Guckt euch mal an. Das läuft ruckelfrei. Wir spielen das übrigens in 4K. Deswegen, ihr seht das alles, ja? Es läuft richtig butterweich. Es sieht richtig hübsch aus. Wir können hier uns wirklich, wie gesagt, jeden einzelnen Draht, Dingsybums hier, können wir uns hier angucken. Also, holy, sieht das richtig, richtig hübsch aus. Da bin ich ein Fan von. Gehen wir mal hier rein, hier in unserem Zug. Und ihr seht halt schon unglaublich, ne? Also die ganzen, auch die Fahrgäste oder sowas, alles richtig schön detailliert, scharf. Also das, was ja Trains in World 2020 wirklich vergeigt hat, ist nichts mehr von zu sehen, ja? Von den ganzen Texturen, von der Performance. Also das ist halt wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht hier. Wir werden mal fahren, wenn, ja, wie gesagt, gucken kann man halt, ne? Das ist natürlich jetzt nichts Neues. So, erstmal machen wir hier und dann müssen wir Führerstandbeleuchtung können wir ausmachen. Störung. Zugbeeinflussung. Gedimmte Fernlichter. DB gesperrt. So, rechte Tür. Dienstvorgang eingeleitet. Können wir schließen. Scheibenwischergeschwindigkeit. So, das können wir hier. Und Hauptstadt das auch an. Das passt. So, und dann. Na dann. Los geht's, Leute. Auf nach Aachen Hauptbahnhof. Okay. So. Und ihr seht, ja, es läuft butterweich. Wir können uns hier, wie gesagt, halt auch weiterhin wieder umgucken. Hier merkt man mal so ganz leichte Ruckler. Aber das ist okay, wenn man sich mal das Ganze, wie gesagt, halt noch sich erinnern kann, wie das auf der PlayStation 5 aussieht. Wie gesagt, hier waren teilweise Blöckchenbildungen und hast du alles nicht gesehen. Und hier ist wirklich alles richtig, der Fahrdraht richtig schön scharf. Jetzt weiß ich allerdings nicht, weil Trains in World 2 gibt es natürlich auch für die PlayStation 4, wie es halt auf der PlayStation 4 halt ausschaut. Denn die PlayStation 5 profitiert natürlich, ne, mit der neuesten Technik, mit dem neuesten Speicher, mit den neuesten, ich weiß nicht, alles Neuheit drin, ja, mit der neuesten GPU. Ne, das ist dann die PlayStation natürlich schon ein bisschen, ja, ein bisschen altbacken. Und ob die das Ganze jetzt natürlich so hätte darstellen können, ist natürlich eine andere Frage. Schafft die PlayStation 4 in 4K? Das weiß ich nicht. Das kann ich jetzt hier an der Stelle natürlich nicht sagen, denn ich habe es halt wirklich nur jetzt erst, seitdem ich die PlayStation 5 habe, habe ich mir Trains in World 2 gekauft. Und dementsprechend kann ich sagen, also mir persönlich ist jetzt nichts Negatives aufgefallen. Ich bin schon ein paar Runden gefahren hier, zusammen auch mit Phasus sind wir hier schon ein paar Runden gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt überrascht, was Dovetail Games hier auf die Beine gestellt hat für den Trains in World auf der Konsole. Das ist jetzt zumindest mal, das ist jetzt die Simulation, ja, die ich jetzt wirklich auch empfehlen kann. Die erste richtige Zugsimulation für eine Konsole. Wir können hier alles drum und dran machen, wir können hier mit PZB fahren, wir können hier mit SIFA fahren. Alles Content, was ihr für Trains in World 2020 gekauft habt, könnt ihr in Trains in World 2 benutzen. Ich habe das extra probiert. Allerdings läuft das Ganze nicht so wie auf Steam, ja, wo ihr das Ganze dann zum Beispiel gekauft habt und dann wird das alles automatisch runtergeladen. Ihr müsst das Ganze dementsprechend im Store von PlayStation oder wahrscheinlich auch von der Xbox, da wird es wahrscheinlich genauso sein, müsst ihr euch das da nochmal kostenlos herunterladen. Das steht extra nochmal da, kostenlos. Ist egal, das steht kostenlos, kauft es einfach, das ist kostenlos. Ja, weil ihr das Ganze ja schon erworben habt für die ältere Version. Und dann ladet ihr euch das Ganze nochmal runter und dann könnt ihr das Ganze spielen. Wie gesagt, ich habe es bereits getestet und es lief ohne Probleme. Also, mein Spessartbahn bin ich jetzt hier zuletzt gefahren, das lief, wie gesagt, wie am Schnürchen. Also,
Das lief nicht mal bei Transim World 2020 so, ja, also. Dafter Games hat es geschafft, den ersten richtigen Zugsimulator hier auf die Konsole zu schmeißen. Und wie gesagt, dazu noch totschick. Controller ist natürlich so eine Sache, muss man sich dran gewöhnen. Ich habe hier so ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich denke mal, ich krieg's schon hin irgendwie. Ihr seht ja, klappt ja aktuell, aber noch fahre ich ohne PZP oder SIFA. Dementsprechend muss ich mich hier noch so ein bisschen reinfuchsen. So ohne ist natürlich ein bisschen öde, ne? Das wisst ihr ja selber. Aber wie gesagt, man erstmal mit der Steuerung vertraut machen, bevor man sich jetzt hier gleich mit dem Hardcore-Modus hier auseinandersetzt hier. Aber ihr seht halt selber, ne? Das ist halt wie auf dem PC läuft das. Und das in 4K in 60 FPS. Und das ist schon eine coole Sache, dass ich es jetzt eigentlich aufnehmen kann in dieser Qualität. Denn wenn ich das Ganze hätte auf meinem PC so aufnehmen wollen, hätte das nicht funktioniert. Da wäre mein PC leider in die Knie gegangen, weil spielen in 4K 60 FPS und aufnehmen in 4K 60 FPS, das ist schon nicht mal so seine Stärke. Irgendwann geht dann auch mal der beste Rechner in die Knie, denn ja. Immer mal so ganz kurze Mini-Ruckler drin oder sowas, aber es bleibt weiterhin alles knackscharf. Das, was ja so ein bisschen bei der PlayStation 4 bei Transim World 2020 war, ja, dass ja alles an der Seite irgendwie so mega verschwommen ist, das ist weg. Das ist absolut weg. So, und ihr seht jetzt Full Speed, das passt natürlich, um die Performance hier mal so richtig schön zu killen. Ja, aber es bleibt konstant extrem flüssig. 660. Hat doch gerade 160, oder? Was soll's? Was soll's, ist halt Dafter Games. Ich habe mich jetzt auch soweit schon mit Phasen soweit auseinandergesetzt. Also zukünftig, wenn es Transim World Videos gibt von mir, dann nur noch von der PlayStation. Ich werde mir allen Content jetzt nur noch über PlayStation besorgen. Denn ich finde, es macht richtig, richtig Laune, das so zu sehen. Das ist absolut großartig. Das ist fantastisch. Man hat natürlich den Nachteil, wie wir zum Beispiel bei der PC-Version, dass man hier zum Beispiel keine extra Programme oder sowas benutzen kann. Ja, das bleibt natürlich dem PC vorenthalten. Ja, wie zum Beispiel die Ansagen, die man ja einsprechen lassen hätte können. Ne? Aber ihr seht, ab und zu, wie gesagt, kurze Mikro-Ruckler drin. Aber von der Performance her. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel hier unten so ein bisschen, ne? Das sieht ein bisschen komisch aus tatsächlich. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen fixen, damit das Ganze halt auch alles so passt. Ja, hier auch mit dem Schatten hier so, ne? Wenn man da jetzt so sieht, das ist wie so ein Strich da. Da baut er erst den Schatten dann auf. Ja, also es könnte wahrscheinlich ein paar Verbesserungen geben. Man muss aber dazu sagen, um das Ganze auch vielleicht ein bisschen zu entschuldigen, das Ganze ist halt ein PlayStation 4 Spiel. Es ist kein PlayStation 5 Spiel. Dementsprechend könnte, wenn Dafter Games es wollte, ein Update rausbringen, das exklusiv für die PlayStation 5 ist, um daher nochmal die Grafik zu verbessern, die Performance zu verbessern nochmal. Ja, das könnte man tatsächlich machen, wenn man wahrscheinlich nicht davon aus ist, dass man eventuell doch bald wieder ein neues verkaufen möchte.
extra wahrscheinlich für, ja, die PlayStation 5. Wie gesagt, wäre eine Überlegung wert, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt, wie gesagt, die nackige PlayStation 4 Version, die jetzt halt nur auf der PlayStation 5 läuft, die natürlich dadurch von der PlayStation 5 ein bisschen optimiert wird, ja, die PlayStation 4 Version, und dementsprechend jetzt halt so ausschaut, so läuft, wie ihr das jetzt aktuell hier seht. Und wie gesagt, mein Fazit dazu ist, ich finde es gar nicht hässlich. Es läuft in 4K, es läuft in 60 FPS. Also von daher kann ich da wirklich überhaupt nichts bemängeln jetzt gerade an der Version. Und wir können, wie gesagt, genau das gleiche machen wie sonst auch. Hier könnt ihr jetzt einfach mal die SIFA anschalten. Also auch das, wie gesagt, alles wie bei dem PC, ja. Einfach bloß die Wachsam-Taste gedrückt, aber er sagt immer gleich Zugbeeinflussung. Blöd. So, AFB, wie gesagt, könnt ihr auch einen benutzen, um jetzt hier einfach AFB, ne, und ihr könnt das Ganze dementsprechend einstellen. So 250 und dann, na, das ist natürlich ein bisschen fummelig. So, AFB ist aktiviert. So, den Hebel auf dem Tisch. Oh, da kommt jetzt schon 200.
Ja, wie man hier die AFB einstellen kann mit Tastenkürzel oder sowas, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Musste mir jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen mich zurechtfummeln, wie das Ganze jetzt funktioniert hier. Die Optionen leider, die sind ein bisschen sehr dürftig, die man jetzt hier so machen kann. Aber auch hier habt ihr natürlich den vollen Umfang, wie ihr das Ganze auch auf dem PC habt, ne, dass ihr das Ganze, ja, repainten könnt und alles sowas. Ist schon geil. Fällt mir richtig gut. Und sonst könnt ihr euch natürlich auch mit eurem Dovetail Games Konto hier anmelden. Dann habt ihr natürlich euer alten Account dann wieder. Also wer schon immer mal irgendwie auf der Suche war nach einem Simulator auf der Konsole, ein Zugsimulator auf der Konsole, tatsächlich, wie gesagt, kann ich TrainSimulator 2 wirklich empfehlen. Also, ich kann, wie gesagt, jetzt nicht sagen, wie es halt auf der PlayStation 4 läuft, aber auf der 5 läuft es, ihr seht es ja selber, es läuft richtig gut. Und zudem sieht es echt extrem schick aus, ja, auch wenn du dir jetzt so die ganzen Bahnhöfe anguckst und all drum und dran, das Ganze in 4K zu sehen, das ist schon echt episch. Wie gesagt, meinerseits würde ich mir jetzt natürlich noch wünschen, dass Dovetail Games da vielleicht jetzt noch irgendwie ein Patch rausbringt für die PlayStation 5, halt auch nochmal das Ganze vielleicht nochmal optimiert oder... Aber ich meine, wir reden hier von Dovetail Games und wir wissen alle, dass Dovetail Games sowas nicht machen würde. Er kommt denn noch ein neuer Teil raus, wahrscheinlich Transformers World PlayStation Edition oder irgendwie sowas, ne, wo du dann nochmal zulangen darfst. Also sowas schon eher, so patchtechnisch würde ich jetzt nicht drauf warten. Das jedes Mal oder ist das jetzt hier nur ein Fehler von dem PCB frei? PCB Befehl? Mysteriös. Für mich jetzt natürlich steht jetzt erstmal an, die ganzen deutschen DLCs zumindest nochmal für die PlayStation zu kaufen. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, es sind noch 3 oder 4 DLCs, die mir jetzt fehlen. Das sind auch noch die neuesten und die letzten Teile. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, ja, weil die kosten nämlich nochmal. Da muss ich mal gucken, bis das Ganze mal wieder im Sale ist. Dann werde ich die alle schön schnell nochmal besorgen. Ja, und dann wird es dann zukünftig, spiele ich das Ganze lieber auf der Konsole als halt auf dem PC. Um einfach auch zu zeigen, so pass auf, es gibt auch richtig gute Simulationen für die Konsole. Man muss nicht immer heutzutage den neuesten und besten PC haben. Es langt auch eine Konsole. Genau, mit dem Schatten und alles sowas. Zum Beispiel... Interessant wäre natürlich auch Tramsim. Ja, das wäre zum Beispiel auch eine gute Idee. Was? Als großer Bussimulator auf der Konsole? Die Chancen sind da auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass die Konsolen so schwach sind, dass sie das Ganze nicht mehr packen würden. Wie gesagt, wir reden jetzt von der neuen Konsole, die halt 8K kann, soll, können, tun, täten. 120 FPS. Also ich glaube, das könnte machbar sein, dass man hier zum Beispiel Tramsim
Spaß die zukünftigen Simulatoren zum Beispiel auch auf der Konsole bringen kann, ohne dass wir hier große Einschränkungen hätten. Alles Ideen. Ideen von einem Zocker, von einem Simulationsfan. Ja, das wäre natürlich traumhaft. Aber ihr seht, die erste richtige Eisenbahnsimulation existiert. Das ist Transom World 2. Wie gesagt, von 2020 war ich mega enttäuscht gewesen. Aber das Ding hier, das hat mich innerhalb der ersten Minuten so geflasht, wie knackscharf alles halt aussah. Wie gut das läuft. Dass ich echt gesagt habe, wow, das ist eine echte Alternative zum PC. Zumal das Ganze auf der Xbox wahrscheinlich noch ein bisschen besser laufen könnte, da ja die Xbox ja die etwas leistungsstärkere Konsole ist, könnte das Ganze da dementsprechend noch einen Ticken besser aussehen, vielleicht noch einen Ticken besser laufen. Ja. Hier schön verbremst gerade, großartig, so läuft das. So, in 10 Minuten sollen wir da sein. Laut. Unsere Angaben oben links. So. Da haben jetzt mal die AFB jetzt ausgeschaltet. Einflüsse.
So. Rein in den Tunnel. Raus. Wie gesagt, ihr seht es selbst, ja, es läuft wirklich, wirklich butterweich. Ich kann gerne noch mal auf das andere Video verlinken. Kein Problem mit. TSW2-Anfänger, Level 5. Okay. Kann ich gerne nochmal auf das TSW 2020-Video verlinken, wie echt enttäuscht ich tatsächlich von dieser Version war. Aber bei dem hier habe ich kein schlechtes Gewissen, das zu empfehlen tatsächlich. Und darauf kommt es halt dann halt auch an, ne? Vom Spieltechnischen natürlich, ja, muss man natürlich abwägen, ob jemand das mag oder nicht. Ja, das ist immer so eine Sache. Der eine mag Train-Simulator lieber von Daftek Games, der andere Train-Sim World lieber. Ich muss aber sagen, ich war schon immer so auf der Seite von Train-Sim World, schon alleine dieses freie Bewegen, das ist halt ziemlich eine coole Future. Ja, welches natürlich im Train-Simulator fehlt. Allerdings muss ich hier dann sagen, an Streckenvielfalt hast du natürlich im Train-Simulator deutlich mehr halt, ne? Zum Beispiel zu lange auf der Taste drauf gewesen, auf der Kreistaste, und da funkte dann automatisch gleich das Stellwerk dann an. So, da stand eigentlich 40 dran. Zugbeeinflüsse. Sprich, unten würde schon alles rumblinken. Wie Weihnachten. Nämlich. Zugbeeinflüsse. Guck mal, jetzt die 70, ja. Deswegen, dieses 40, das kommt erst noch halt, ne? War nämlich, da hätte jetzt nämlich doch eigentlich eine 7 stehen müssen, oder? Das ist. Zugbeeinflüsse.
So, angekommen in Aachen. Naja, lief doch. Zugbeeinflussung. Einflüsse. So, rechte Türen entriegelt. Wundervoll. Schaut's doch ganz gut aus. Und das, wie gesagt, ist Transom World 2 auf der PlayStation 5. Wie gesagt, also ihr habt es selbst gesehen, die Performance, es kann sich echt sehen lassen. Es sieht extrem hübsch aus. Vielfalt genauso viel wie auf dem PC. Also alles in allem muss ich wirklich sagen, Dovetail Games hat aus den Fehlern von Transom World 2020 gelernt. Und hat hier natürlich abgeliefert mit TSW 2. Bin gespannt, wie es weitergeht mit Dovetail Games und natürlich dem Transom World. Was da ja noch so für tolle DLCs auf uns warten. Also was aus Berlin-Bereich wäre eigentlich schon mal eine relativ coole Sache, aber ich glaube, da kann ich ewig drauf warten. So, Türen zu. Und Dienstvorgang eingeleitet. fertig. Noch unsere Punkte bitte. Dankeschön. Und damit haben wir es geschafft, Leute. Gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet von Transom World 2 auf der PlayStation. Und habt ihr euch das selber schon zugelegt oder sagt ihr so, wolltet ihr oder habt ihr vielleicht Interesse jetzt, das Ganze jetzt auf PlayStation 5 spielen zu wollen? Wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentarfunktion. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und sonst, ja, Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.